Hallo zusammen, ich melde mich nochmal zurück mit einer kleinen Buchvorstellung, auch etwas sehr Spezielles, also für alle, die vielleicht ja, nicht so gerne vom Mainstream abgehen, sage ich mal, die sollten vielleicht wegschalten oder es einfach ignorieren, dieses Video, weil das ist wirklich ein Video, das sich an Leute richtet, die etwas Besonderes suchen, vielleicht auch etwas Spezielles und Absonderbares. Also es ist schon, ja, es hat schon so einen ganz eigenen Charme und Charakter und das muss man auch mögen, das sage ich gleich von Anfang an. Ich stelle euch heute zwei Bücher vor vom Jacobi und Stewart Verlag, die wirklich kein sehr großes Verlagsprogramm haben, aber dafür immer sehr gut ausgewählt und immer sehr speziell, aber im positiven Sinne, für mich zumindest. Ich finde da immer ganz, ganz tolle Sachen und ich freue mich auch, dass jetzt im August was ganz Tolles Neues erscheint. Darauf komme ich aber gleich nochmal zu sprechen. Ja, heute möchte ich euch Lisbeth und das Erbe der Hexen vorstellen. Und ich lasse auch erstmal dieses unglaubliche Cover wirken. Und jetzt werdet ihr auch merken, ob ihr es mögt oder nicht, denn das ist spätestens an den Illustrationen, denn es handelt sich hierbei um ein Bilderbuch für Erwachsene. Es ist kein Kinder- oder Bilderbuch für Kinder, wie man vielleicht fälschlicherweise bei Bilderbuch meinen könnte. In dem Fall ist es wirklich an Erwachsene gerichtet. Und das Cover ist natürlich, ja, ihr seht es auch schon, das ist ein Schuber, den ich in der Hand habe, mit diesem goldenen Schriftzug und auch den Almanach, den sie da in der Hand hält, der schimmert golden. Und sie ist natürlich wirklich eine Erscheinung. Und das ist halt der Schuber. Und auf der Rückseite findet ihr halt nochmal dieses Bild. Und das ist natürlich toll. Also das ist sozusagen der Einband. Und in diesem Pappeinband befinden sich zwei Bilderbücher. Zum einen die klassische Geschichte, so wie man auch sich ein Bilderbuch vorstellt, vom Format her, sehr schmal. Ja, und da wird die Geschichte von Lisbeth erzählt in sehr kurzer Form, wie man das aus dem Bilderbuch vielleicht auch gewöhnt ist. Und wir lernen sie kennen und die Geschichte dazu. Darauf gehe ich jetzt noch mal kurz ein, dann wisst ihr zumindest, worum es geht. Es ist ja schnell erzählt. Lisbeth ist halt ein junges Mädchen, das zu ihrer Großmutter fährt und ja, auf dem Dachboden bei ihr ein Buch entdeckt, ein Hexeneimer nach und feststellt, dass das sie und ihre Großmutter die Nachfahren einer großen Hexengemeinschaft sind. Und diese Ahnengalerie, die sie dort vorfindet, dieser Frauen, die dort vor ihr gelebt haben und halt ihre Verwandten oder ihre, ja, sie ist halt die Nachkommen, schafft davon, sie stellt halt fest, dass das große Persönlichkeiten sind. Oder wir als Leser stellen es fest. Also es fängt dann wirklich an mit Lilith und geht nachher über Medusa und ja, weiterhin zu Kleopatra und Jeanne d'Arc und solches. Aber da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Jedenfalls findet sie halt diesen Hexeneimer nach und ist natürlich auch komplett erschrocken, als sie feststellt, dass sie und ihre Großmutter aus einer Hexenfamilie stammen, die natürlich auch noch wahnsinnig große Persönlichkeiten hervorgebracht haben. Und ihr seht schon, es ist halt aufgemacht von der Geschichte wie ein Bilderbuch. Links ein Bild, rechts der Text oder andersrum. Nee, links der Text, rechts das Bild. Und man muss das mögen. Also es ist halt, dieser Illustrator ist sehr bekannt und auch sehr speziell. Ich erwähnte ja schon mal, dass ich ein kleiner Tim Burton-Fan bin und ich kann mit diesen Figuren, die ja auch immer sehr einprägsam sind, also sehr feingliedrig und einen großen Kopf und große Augen, aber dafür ein sehr schmaler Körper. Das wirkt bizarr, ist es auch, kann man so sagen, aber letztendlich auf eine sehr einfühlsame Art und Weise. Es ist nicht zum Lachen, sondern es ist, also von, man macht sich darüber nicht lustig oder es ist so, wie sagt man, also es ist nicht, man sollte es halt ernst nehmen, so will ich das sagen. Also es ist halt nicht einfach zum Gag oder weil die Figuren lustig aussehen sollen, sondern sie sind auch sehr einfühlsam. Also eine sehr sehr, sehr sanfte und künstlerische Seite hat es auch. Und das liebe ich. Also jeder, der Tim Burton und seine Figuren kennt, der wird sich mit diesem Illustrator wirklich schnell anfreunden können, weil er ist unglaublich. Also er schafft es, eine ganz tolle, sanfte und zerbrechliche Atmosphäre zu schaffen. Ja, und so ist die Geschichte, die ist schneller vorbei, als man denkt. Also es ist wirklich schnell durchgelesen, dass wir halt Lisbeth kennenlernen, ihre Großmutter und wie sie sich, ja, wie sie kurz die Geschichte erzählt, was das mit ihrer Erbschaft zu tun hat. So, das ist das Bilderbuch. Und dann ist in diesem Schuber, und das finde ich halt so toll, und das jetzt kommt ja eigentlich erst der richtige Renner, finden wir den Hexeneimer nach, Hexen, den Hexeneimer nach, den Lisbeth auch auf dem Dachboden findet. Und das, oh mein Gott, also das ist ja, es ist halt auch ein Leim gebunden, es ist halt ein gebundenes Bilderbuch, auch im Bilderbuchformat, es ist mit einem goldenen Einstanzung, es ist einfach ein Hingucker. Also ich kann mich daran einfach nicht satt sehen und ich kann es auch immer nur wieder anfassen und ja, es einfach genießen. Das ist das der Hexeneimer. Und da finden wir dann wirklich ja, die komplette Geschichte unserer
unserer Weltgeschichte, alle großen Frauenpersönlichkeiten, mystische Figuren. Also es müssen nicht unbedingt nur tatsächlich real existierende Figuren sein, die es wirklich gegeben hat und unsere Geschichte geprägt haben, sondern auch aus der Bibel, sondern auch aus der Mystik. Also alles, was auch vielleicht ein bisschen mit so ein bisschen mit Sagen zu tun hat und Ähnlichem. Also da fangen wir wirklich an mit Lilith, große Figur, und ihre kurze Geschichte, wie sie wirklich zu dieser Hexenfähigkeit gekommen ist. Und man fängt wirklich bei der Urgeschichte an und lernt diese Figuren kennen mit unglaublich tollen Zeichnungen. Und das zieht sich dann durch. Man geht dann wirklich durch die Geschichte und lernt die großen Frauenpersönlichkeiten kennen, diese Hexenpersönlichkeiten. Und wir stellen uns halt vor, dass Lisbeth sich diesen Almanach anguckt, Medusa, ganz großartig. Ja, und so zieht sich das halt durch. Man lernt ganz, ganz tolle Charaktere kennen, ganz außergewöhnliche Zeichnungen, die man immer wieder trifft, immer in dem Stil, den man entweder mag oder auch nicht. Und ich möchte euch aber noch mal eins zeigen, das fand ich auch großartig. Also man lernt auch wirklich Geschichten kennen. Man kennt ihn auch hier zum Beispiel Schneewittchen auch noch mal so ein bisschen nachgemacht. Mona Lisa. Also es ist herrlich. Es ist einfach klasse. Große Kunst. Und ich kann euch gar nicht so näher bringen. Also man müsste es einfach sehen. Jeanne d'Arc, Johanna von Orléans, da ist dann immer dieses Frauenporträt. Und das dann wirklich immer mit dem Hintergrund der Geschichte, was diese Frauen von der Hexensicht ausmacht. Also was da auch spielerisch noch mit reingefügt wird. Und ja, am Ende auch Lisbeth, die sich dann einfügt, was sie natürlich auch, da hat sie ja nicht mit gerechnet, dass sie ausgerechnet die Nachfahren ist, Nachkommen dieser besonderen Frauen. Und dann wird halt hinten nochmal ein kleines Rezept für Hexengetränke. Ja gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen albern, aber nochmal ein kurzer Glossar und Register. Also es ist wirklich ein richtiger Almanach in Verbindung mit dem Bilderbuch, was es denn komplett abschließt. Also man liest das Bilderbuch als erstes und nimmt sich den Hexenalmanach dann mal zur Hand und blättert da drin. Und das ist halt sozusagen Lisbeth und das Erbe der Hexen. Also das ist dann ihr Bilderbuchschatz, den man in einem Schuber hat für 29,95. Ich finde, es ist etwas ganz, ganz Außergewöhnliches. Vor allen Dingen dieser Illustrator, der mich sofort in seinen Bann gezogen hat. Ich weiß leider nicht, wie man den ausspricht. Benjamin, es ist ja ein Franzose und ich spreche kein Französisch, aber Lacombe, ich weiß es nicht, Lacombe. Man kann ihn googeln und man findet sofort tolle Sachen von ihm. Und wie gesagt, im August erscheint ein neuer Band endlich bei Jacobi und Stuart. Da hat er Schneewittchen illustriert, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Auch das werde ich mir wiederholen. Ich möchte nur, dass für all diejenigen, die vielleicht wirklich mal was ganz Besonderes suchen, als Geschenk, vielleicht auch für ihre eigene Sammlung, schaut euch das mal an, weil ich finde, das hat wirklich einen ganz tollen literarischen, vor allem künstlerischen Aspekt, den man nicht einfach so, ja, an dem kommt man einfach nicht so schnell vorbei. Aber man muss es mögen. Deswegen es ist nicht für jedermann, aber vielleicht für einige von euch, dass ihr da das mal im Hinterkopf behaltet. Dann habe ich euch noch ein anderes rausgesucht, was ich halt auch mir gekauft habe, weil er es illustriert hat, aber auch, weil ich von Edgar Allan Poe noch keine schöne Sammlung hatte und deswegen habe ich mir das natürlich sofort geholt. Irre. Edgar Allan Poe, unheimliche Geschichten, wieder mit demselben Illustrator. Und ihr seht es vielleicht, das ist cool gemacht, von Edgar Allan Poe findet ihr diese kleinen Köpfe. Es sind Totenköpfe und es sind auch irgendwie sein Kopf nochmal so eingestanzt, die dann so glänzen. Es hat einen Leinrücken und ist halt auch ein relativ schmales Buch, aber in dieser Sammlung findet ihr wirklich die schönsten, unheimlichsten Geschichten von Edgar Allan Poe auf 180 Seiten, 150 Seiten. Es ist irre. Ich möchte es gar nicht so viel zeigen, aber ich stehe jetzt mal auf. Guckt mal. Also das ist jetzt noch gar nichts. Schaut euch mal diese Zeichnung an. Also es ist so irre. Es ist so außergewöhnlich und es macht so viel Spaß. Nicht nur, dass Edgar Allan Poe ja eh schon sehr, sehr gruselige Sachen gemacht hat. Tolle. Ich meine, es ist ja Weltliteratur. Aber in Verbindung mit diesem Zeichner. Da hat er, das ist eine Welt, die betritt man und man weiß nicht, wie man da wirklich heil wieder rauskommen soll. Weil es ist so unglaublich, wie er eine Stimmung fasst und was ist doch, also ich kann es nicht anders sagen. Auch hier mit diesem, es ist ja immer sehr, sehr, also sehr, sehr unheimlich, sehr große Zeichnung, sehr bizarre Zeichnung. Man muss es mögen, aber ich möchte euch
diese beiden Sachen bzw. diesen Illustrator einfach ans Herz legen. Ich wollte euch ihn kurz vorstellen, dass ihr davon gehört habt. Wie gesagt, es kommt jetzt halt auch bald ein neues von ihm raus in Deutschland. Ich finde, da sollte man einfach mal einen Blick drauf werfen. Ich hoffe, ich konnte euch mal wieder irgendwie mit viel Gestotter und wenig sinnvollen Worten zeigen, was ein Bilderbuch so besonders macht, beziehungsweise was diese Bilderbücher so besonders machen. Denn das ist wirklich nicht für jedermann, sondern etwas ganz Einzigartiges, etwas ganz Einmaliges und auch Originelles. Da müsst ihr vielleicht mal einen Blick drauf werfen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns bald wieder. Bis dann, tschüss!